So, haben Sie sie alle gehört? Die Stimmen der vielen Schauspieler und Schauspielerinnen, die auf der Bühne schon gestanden haben. Die Worte, die da gesprochen wurden schon. Ich werde ein bisschen pathetisch. Gehen wir weiter im Text. Nun war die Sache die, dass Hans Kastop schon von langer Hand her sein Augenmerk auf diesen Pschibislav gerichtet, aus dem ganzen ihm bekannten und unbekannten Gewimmel des Schulhofes ihn erlesen hatte, sich für ihn interessierte, ihm mit den Blicken folgte, soll man sagen, ihn bewunderte, auf jeden Fall ihn mit ausnehmendem Anteil betrachtete und sich schon auf dem Schulweg darauf freute, ihn im Verkehr mit seinen Klassengenossen zu beobachten, ihn sprechen und lachen zu sehen und von weitem seine Stimme zu unterscheiden, die angenehm belegt, verschleiert, etwas heiser war. Zugegeben, dass für diese Teilnahme kein recht zureichender Grund vorhanden war, wenn man nicht etwa den heidnischen Vornamen, das Musterschülertum, das aber unmöglich ins Gewicht fallen konnte, oder endlich die Kirgisenaugen für einen solchen nehmen wollte. Augen, die sich zuweilen bei einem gewissen Seitenblick, der nicht zum Sehen diente, auf eine schmelzende Weise ins Schleierig Nächtige verdunkeln konnten, so machte Hans Castrop sich doch wenig Sorge um die geistige Rechtfertigung seiner Empfindungen oder gar darum, wie sie etwa notfalls zu benennen gewesen wäre. Denn von Freundschaft konnte nicht gut die Rede sein, da er Hippe ja gar nicht kannte. Aber erstens lag nicht die geringste Nötigung zur Namensgebung vor, da kein Gedanke daran war, dass der Gegenstand je zur Sprache gebracht werden konnte. Dazu eignete er sich nicht und verlangte auch nicht danach. Und zweitens bedeutet ein Name ja, wenn nicht Kritik, so doch Bestimmung. Das heißt Unterbringung im Bekannten und Gewohnten. Während Hans Kastorp doch von der unbewussten Überzeugung durchdrungen war, dass ein inneres Gut wie dieses vor solcher Bestimmung und Unterbringung ein für allemal geschützt sein sollte. Aber gut oder schlecht begründet, jedenfalls waren diese dem Namen und der Mitteilung so fernen Empfindungen von solcher Lebenskraft, dass Hans Kassop sich schon fast seit einem Jahr ungefähr seit einem Jahr, denn genau waren ihre Anfänge nicht aufzufinden im stillen damit trug, was zumindest für die Treue und Beständigkeit seines Charakters sprach, wenn man erwägt, welche riesige Zeitmasse ein Jahr in diesem Lebensalter bedeutet. Leider wohnt in Bezeichnungen von Charaktereigenschaften regelmäßig ein moralisches Urteil inne, sei es im lobenden oder tadelnden Sinn, obgleich sie alle ihre zwei Seiten haben. Hans Castorps Treue auf die er sich übrigens weiter nicht zugute tat, bestand, ohne Wertung gesprochen, in einer gewissen Schwerfälligkeit, Langsamkeit und Beharrlichkeit seines Gemütes, einer erhaltenden Grundstimmung, die ihm Zustände und Lebensverhältnisse der Anhänglichkeit und des Fortbestandes desto würdiger erscheinen ließ, je länger sie bestanden. Auch war er geneigt an die unendliche Dauer, des Zustands der Verfassung zu glauben, worin er sich gerade befand, schätzte sie eben darum und war nicht auf Veränderung erpicht. So hatte er sich an sein stilles und fernes Verhältnis zu Pschibislaw Hippe im Herzen gewöhnt und hielt es im Grunde für eine bleibende Einrichtung seines Lebens. Er liebte die Gemütsbewegungen, die es mit sich brachte, die Spannung, ob jener ihm heute begegnen, dicht an ihm vorübergehen, vielleicht ihn anblicken werde, die lautlosen zarten Erfüllungen, mit denen sein Geheimnis ihn beschenkte, und sogar die Enttäuschungen, die zur Sache gehörten, und deren größte war, wenn Pschibislav fehlte, dann war der Schulhof verödet, der Tag aller Würze bar. Aber die hinhaltende Hoffnung blieb. Das dauerte ein Jahr, bis es auf jenen Abenteuerlichen Höhepunkt gelangte. Dann dauerte es noch ein Jahr, dank der bewahrenden Treue Hans Kastorps, und dann hörte es auf, und zwar ohne, dass er mehr von der Lockerung und Auflösung der Bande merkte, die ihn an Pschibislav Hippe knüpften, als er von ihrer Entstehung gemerkt hatte. Auch verließ Pschibislav infolge der Versetzung seines Vaters Schule und Stadt. Aber das beachtete Hans Kastaub kaum noch. Er hatte ihn schon vorher vergessen. Man kann sagen, dass die Gestalt des Kirgisen unmerklich aus Nebeln in sein Leben getreten war, langsam immer mehr Deutlichkeit und Greifbarkeit gewonnen hatte, bis zu jenem Augenblick der größten Nähe und Körperlichkeit auf dem Hofe, eine Weile so im Vordergrund gestanden hatte und dann allmählich wieder zurückgetreten und ohne Abschiedsweh in den Nebeln entschwunden war. Jener Augenblick aber, die gewagte und abenteuerliche Situation, in die Hans Castorp sich nun wieder versetzt fand, das Gespräch, ein wirkliches Gespräch mit Pschibislav Hippe, kam folgendermaßen zustande. Die Zeichenstunde war an der Reihe und Hans Castorp bemerkte, dass er seinen Bleistift nicht bei sich hatte. Jeder seiner Klassengenossen brauchte den seinen, aber er hatte ja unter den Angehörigen anderer Klassen diesen und jenen Bekannten, den er um einen Stift hätte angehen können. Am bekanntesten jedoch fand er, war ihm Am nächsten stand ihm dieser, mit dem er im stillen schon so viel zu tun gehabt hatte. Und mit einem freudigen Aufschwunge seines Wesens beschloss er, die Gelegenheit, eine Gelegenheit nannte er es, zu benutzen und Pschibislav um einen Bleistift zu bitten. Dass das ein ziemlich sonderbarer Streich sein werde, da er Hippe in Wirklichkeit ja nicht kannte, das entging ihm. Oder er kümmerte sich doch nicht darum, verblendet von merkwürdiger Rücksichtslosigkeit. Und so stand er denn nun im Gewühle des Klinkerhofes wirklich vor Pschibislav Hippe und sagte zu ihm: Entschuldige, kannst du mir einen Bleistift leihen? Und Pschibislav sah ihn an, mit seinen Augen über den vorstehenden Backenknochen und sprach zu ihm mit seiner angenehmen heiseren Stimme, ohne Verwunderung oder doch ohne Verwunderung an den Tag zu legen. Gern, sagte er, du musst ihn mir nach der Stunde aber bestimmt zurückgeben. Und zog sein Crayon aus der Tasche. Ein versilbertes Crayon mit einem Ring, den man aufwärts schieben musste, damit der rot gefärbte Stift aus der Metallhülse wachse. Er erläuterte den einfachen Mechanismus, während ihre beiden Köpfe sich darüber neigten. Aber mach ihn nicht entzwei, sagte er noch. Wo dachte er hin? Als ob Hans Kastrop die Absicht gehabt hätte, den Stift etwa nicht zurückzuerstatten oder gar ihn fahrlässig zu behandeln. Dann sahen sie einander lächelnd an, und da nichts mehr zu sagen blieb, so kehrten sie sich erst die Schultern und dann die Rücken zu und gingen. Das war alles. Aber vergnügter war Hans Kastop in seinem Leben nie gewesen als in dieser Zeichenstunde, da er mit Pschibislav Hippes Bleistift zeichnete, mit der Aussicht obendrein, ihn nachher seinem Besitzer wieder einzuhändigen. Was als reine Dreingabe zwanglos und selbstverständlich aus dem Vorhergehenden folgte. Er war so frei, den Bleistift etwas zuzuspitzen, und von den rot lackierten Schnitzeln, die abfielen, bewahrte er drei oder vier, fast ein ganzes Jahr lang, in einer inneren Schublade seines Pultes auf. Niemand, der sie gesehen hätte, würde geahnt haben, wie bedeutend es, es damit auf sich hatte. Übrigens vollzog die Rückgabe sich in den einfachsten Formen. Was aber ganz nach Hans Kastorps Sinne war, ja, worauf er sich sogar etwas Besonderes zugute tat, abgestumpft und verwöhnt, wie er war durch den intimen Verkehr mit Hippe. Da, sagte er, danke sehr, und Pschibislav sagte gar nichts, sondern revidierte nur flüchtig den Mechanismus und schob das Crayon in die Tasche. Dann hatten sie nie wieder miteinander gesprochen, aber dies einmal. Dann kann's Unternehmungsgeist. War es eben doch geschehen. Er riss die Augen auf? Verwirrt von der Tiefe seiner Entrücktheit. Ich glaube, ich habe geträumt, dachte er. Ja, das war Pschibislav. Lange habe ich nicht mehr an ihn gedacht. Wo sind die Schnitzel hingekommen? Das Pult ist auf dem Boden zu Hause bei Onkel Tienappel. Sie müssten noch in der inneren kleinen Schublade links hinten sein. Ich habe sie nie herausgenommen. Nicht einmal so viel Aufmerksamkeit, sie wegzuwerfen, erwies ich ihnen. Es war ganz pschiebeslav, wie er leibte und lebte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn je so deutlich wiedersehen würde. Wie merkwürdig ähnlich er ihr sah, dieser hier oben. Darum also interessiere ich mich so für sie oder vielleicht auch. Habe ich mich darum so für ihn interessiert? Unsinn. Ein schöner Unsinn. Ich muss übrigens gehen und zwar schleunigst. Aber er blieb doch noch liegen, sinnend und sich erinnernd. Dann richtete er sich auf. Nun, so leb wohl und hab Dank, sagte er und bekam Tränen in die Augen, während er lächelte. Damit wollte er aufbrechen, aber er setzte sich Hut und Stock in der Hand rasch noch einmal nieder, denn er hatte bemerken müssen, dass seine Knie ihn nicht recht trugen. Hoppla, dachte er. Ich glaube, das wird nicht gehen. Und dabei soll ich Punkt 11 Uhr zum Vortrag im Esssaal sein. Das Spazierengehen hat hier sein schönes, aber auch seine Schwierigkeiten, wie es scheint. Ja, ja. Aber hier bleiben kann ich nicht. Es ist nur, dass ich vom Liegen etwas lahm geworden bin. In der Bewegung wird es schon besser werden. Und er versuchte nochmals auf die Beine zu kommen, und da er sich gehörig zusammennahm, so ging es. Immerhin wurde es eine klägliche Heimkehr nach einem so hochgemuten Auszug. Wiederholt musste er am Wege rasten, da er fühlte, dass sein Gesicht plötzlich weiß wurde, kalter Schweiß ihm auf die Stirne trat, und das regellose Verhalten seines Herzens ihm den Atem benahm. Kümmerlich kämpfte er sich so die Serpentinen hinab. Als er aber in der Nähe des Kurhauses das Tal erreichte, sah er klar und deutlich, dass er die gedehnte Wegstrecke zum Berghof unmöglich noch aus eigener Kraft werde überwinden können. Und da es keine Trambahn gab und kein Mietsfuhrwerk sich zeigte, so bat er einen Fuhrmann, der einen Stellwagen mit leeren Kisten gegen Dorf hinlenkte, ihn aufsitzen zu lassen. Rücken an Rücken mit dem Kutscher, die Beine vom Wagen hängend, von den Passanten mit verwunderter Teilnahme betrachtet, schwankend und nickend im Halbschlaf und unter den Stößen des Gefährtes zog er dahin, stieg ab beim Bahnübergange, gab Geld hin, ohne zu sehen, wie viel oder wie wenig. Und hastete Kopf über die Wegschleife hinan. Dépêchez-vous, monsieur, sagte der französische Türhüter. La Conférence de Monsieur Krokowski vient de commencer. Und Hans Kastorp warf Hut und Stock in die Garderobe und zwängte sich hastig, behutsam, die Zunge zwischen den Zähnen, durch die kaum geöffnete Glastür in den Speisesaal, wo die Kurgesellschaft reihenweise auf Stühlen saß während an der rechten Schmalseite Dr. Krokowski im Gehrock hinter einem gedeckten und mit einer Wasserkaraffe geschmückten Tische stand und sprach. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis morgen. Tschüss.